Wir sehen uns so. Haichu, Haichu. Einen wunderschönen guten Tag aus dem Herzen der russischen Hauptstadt, wo mein Besuch jetzt schon zu Ende geht. Zeit für ein kurzes Fazit. Ich hoffe, ich kann es noch von hier übermitteln. Ansonsten aus Deutschland auch viele Bilder hier in diesem kurzen Film. Ich bin völlig baff. Ich kann meinen Augen immer wieder nicht trauen, wie normal das Leben hier ist. Zwar erlebt man Corona auch auf Schritt und Tritt. Es ist schon so, dass die Russen, wenn sie zurückkommen, gleich nach der Einreise einen PCR-Test machen müssen. Wenn der positiv ausfällt, müssen sie 10 Tage in Quarantäne. Es ist offiziell einiges ziemlich streng, zum Beispiel die U-Bahn, wo ich jetzt hier gerade war. Da muss man offiziell Handschuhe tragen und Masken tragen. Aber wenige, ja, die Hälfte, manchmal mehr als die Hälfte, also ich würde sagen halb so insgesamt mit den Masken und mit Handschuhen habe ich niemanden gesehen. Das ist sehr russisch, das hat auch für deutsche Verhältnisse etwas sehr Abstruses, wenn hier immer über die Lautsprecher gesagt wird, unbedingt Masken tragen, unbedingt Handschuhe tragen, sonst große Strafen und mindestens die Hälfte insgesamt macht es nicht. Ansonsten Restaurants, Cafés, Sportstätten, alles offen, keinerlei Sicherheitsmaßnahmen, gar nichts, also ein Leben wie vor Corona. Als ich angekommen bin, traute ich meinen Augen nicht. Der Taxifahrer hat extra eine Ehrenrunde gedreht, obwohl es ein Pauschalpreis war. Er hatte gar nichts davon. Es war ein Armenier und wir haben dann eine Ehrenrunde durch die Stadt gedreht. Ein deutsches Auto, etwas älter schon, meint der Taxifahrer schmunzelnd. Als ich ihm erzähle, dass in Deutschland um diese Stunde schon eine Ausgangssperre herrscht, will er mir das einfach nicht glauben. Das ist ihm zu bizarr. Ein Musicaltheater, Anna Karenina, jeden Abend eine Vorstellung hier auf der Balschaja-Dmitrowka-Straße und hier kocht das Leben, obwohl es schon auf Mitternacht zugeht. Wenn man aus Berlin kommt, dann traut man hier seinen Augen nicht und man ist den Tränen nahe, Tränen der Rührung, dass hier normales Leben herrscht und Tränen der Trauer, dass das in Berlin eben nicht möglich ist. Der Taxifahrer kann es nicht fassen. На фишках смотрите, полный народ, видите? Места нет. На улице вот сидят. Die Café ist völlig dicht, alles voll. Außen, drinnen, sagt der Fahrer, immer so. Ansonsten hier völlig urbanes Flair und viele haben sich sehr gewundert, die haben Moskau offenbar immer noch mit Sozialismus assoziiert. Die konnten das gar nicht glauben, dass das hier Flaniermeilen gibt, inzwischen wie in Paris und in anderen Städten. Hinter mir, das ist jetzt reiner Zufall, weil hier das Restaurant in der Nähe ist, in das ich gleich gehe, die Zentrale des KGB, die berüchtigte Lubjanka. Heute sitzt da der FSB, der Nachfolger, hier in den 30er Jahren. Eine blutige Geschichte, dieses gelbe Haus hier hinter mir, das beige Haus. Viele Russen haben mir immer wieder erzählt, dass sie Bekannte haben oder auch Freunde, die mit
Corona gestorben sind, in der Mehrzahl mit, weil sie sagen, das waren meistens Kranke, also ein hoher Todeszoll, wie hier erzählt wird. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite habe ich eigentlich fast niemanden erlebt, der Angst hätte vor Corona. Die Russen haben da eine sehr fatalistische Einstellung. Sie sagen, sterben werden wir alle irgendwann und ja, wenn es einen erwischt, dann erwischt es einen. Und sehr viel Lachen, sehr viel Galgenhumor im Umgang mit Corona. Also eine völlig andere Strategie, als die Deutschen das haben. Ein sehr bewegender Moment für mich, da will ich wahrscheinlich auch noch eine Geschichte darüber erzählen, schreiben, als dann der Mann von dem medizinischen Zentrum kam für den PCR-Test ins Hotel. Die kann man da sozusagen bestellen. Und ich dachte ja, da hört man viel, wie tief die in die Nase gehen und wie schmerzhaft das ist. Und es war dann überhaupt nicht schmerzhaft und zumindest gefühlt nicht tief. Und dann fragte ich ihn, warum das in Deutschland sagen die Leute immer, das sei schmerzhaft. Dann sagte er, ja, das ist witzig. Wenn Deutsche, wenn ich das bei Deutschen mache, die wundern sich fast alle wie Sie, die anderen Nationen nicht. In Deutschland wird das offenbar mit besonderem Perfektionismus und übertrieben gemacht, war dann seine Reaktion. Das war so ein Moment, wo ich wirklich ins Nachdenken kam, ob wir Deutschen hier wieder sozusagen katholischer sind als der Papst. Für mich, ich habe erst hier gespürt, als ich jetzt in der Sauna war, im Schwimmbad, wieder Sport machen konnte, da habe ich erst gespürt, wie sehr mir das in Deutschland fehlt. Soll keine Klage sein. Andere leiden wirklich unter Corona. Ich kann mich eigentlich nicht beklagen, weil es beruflich für mich ja, leider fast weitergeht. Weiter in dem Sinne, es wäre besser, wir hätten nicht dieses große Thema. Also ich bin fern davon, mich in Deutschland zu beklagen, weil es eben vielen, vielen anderen sehr viel schlechter geht durch die Corona-Maßnahmen. Aber ich habe hier gespürt, was mir da fehlt und was mich erschreckt hat, man spürt das dann gar nicht mehr. Wenn einem das 8 Monate fehlt, wie schnell man sich an den Verlust der Freiheit gewöhnt, wie schnell man damit zurechtkommt und wie schnell einem das nicht mehr fehlt, das war für mich ganz, ganz beängstigend. Jetzt schauen wir uns noch ein paar Bilder an. Ja, und jetzt muss ich weiter ins Restaurant, weil ich hier schon erwartet werde und deshalb verabschiede ich mich jetzt gleich und was ich noch Interessantes habe, das werde ich Ihnen jetzt dann aus dem Off erzählen, also in das Video reinsprechen. Da ich immer wieder gefragt werde, wie es denn in der Moskauer Metro zugeht, wie es da mit den Masken ist, hier einfach mal ein paar Bilder. Lubjanka, переход на станцию Кузнецкий мост. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Aus dem Metropolitan mit dem Namen Lenins, wie er immer noch heißt. Und Sie sehen da, dass es mit der Maskenpflicht sehr durchwachsen ist. Das Ganze hat etwas Gespenstisches, denn auf der einen Seite wird immer wieder durchgesagt, Masken anziehen, Handschuhe anziehen. Ich habe niemanden mit Handschuhen gesehen und ich habe ein sehr durchwachsenes Bild feststellen können bei den Masken. Oft werden sie gar nicht getragen und sehr, sehr oft werden sie so getragen, wie man sie nicht tragen sollte. Offenbar der russische Stil, Oberkante, Unterlippe oder in allen möglichen Varianten, die die entscheidenden Teile des Gesichtes relativ offen lassen.
Ganz interessant, hier sehen Sie jetzt einen Kontrollpunkt, wo eigentlich auch die Maskenpflicht kontrolliert werden sollte. Und wie Sie sehen, gehen hier Fahrgäste seelenruhig auch ohne Maske vorbei. Genauso wie diese Metallsuchgeräte hier nie als Metallsuchgeräte verwendet werden. Ja, und was ich noch oft gefragt werde, ich werde jetzt von denjenigen, die Putin kritisch sehen, wie ich eigentlich in Deutschland, werde ich ja in den Kommentaren ganz massiv angegriffen und ja, ich würde hier Putin schönreden. Mache ich überhaupt nicht. Ich habe überhaupt nichts geändert in meiner Einschätzung von diesem System. Und es ist eine absolut abenteuerliche Mischung von Freiheit und Unfreiheit. Und in Deutschland, glaube ich, verstehen das die wenigsten. Also das Alltagsleben hier ist frei. Auch die Alltagsdiskussion, keine politische Korrektheit, überhaupt nichts. Also hier haben Sie eine massive Alltagsfreiheit, auch durch diese russische Anarchie, den Hang zur Anarchie. Das sagen viele, der Putin könnte das gar nicht durchsetzen, wenn er es wollte, dieses Verbot, weil die Russen sich einfach nicht dran halten. Und das ist so. Und das sähe ja sehr blöd aus, wenn es ist jetzt wie in der Metro, wenn die sagen, alle Masken aufsetzen, alle Handschuhe aufsetzen und niemand macht es. Das ist also das eine. Sie würden sich nicht daran halten, die Russen. Ja, und auf der anderen Seite haben sie dann, wenn jemand wirklich politisch aktiv wird und das auch erfolgreich macht, also wenn er eine Herausforderung wird, dann kann er umgebracht werden, wie mein Freund Boris Nemtsov, gar nicht so weit von hier. Dann kann er ins Gefängnis kommen wie Nawalny. So, jetzt werde ich hier gewarnt. Jetzt kommt eine Putzmaschine, aber das überstehen wir. Jetzt muss ich mal kurz weg, bevor ich nass werde. Sehen Sie, das ist der russische Service. Der hat jetzt extra ausgemacht, die Putzmaschine. Das sagt man ja oft den Russen nach, sie seien so eher robust. Aber hier ganz, ganz lieb. Sogar die Stadtreinigung macht hier aus, weil ich vorbeifahre. Und überhaupt, also hier mit Deutsch die Livestreams macht, es freundliche Reaktionen. Aber das jetzt nochmal, also auch wenn man auf eine Demonstration geht, in Berlin ist es auch sehr robust. Inzwischen kann man auch vorläufig festgesetzt werden. Hier ist es aber so, da kann man dann auch 10 Tage Arrest bekommen oder, wenn man Pech hat, unter bestimmten Voraussetzungen auch ins Gefängnis kommen. Also ein großer Unterschied hier. Aber wie gesagt, im Alltag sehr viel freier und mit vielen, die ich gesprochen habe, die sagen, uns ist das viel wichtiger, dass wir im Alltag normal leben können, als dass wir jetzt groß in die Politik können und hier etwas machen. Also gebt das wertneutral wieder. Es geht mir jetzt aber hier um den Alltag. In diesem Sinne, alles Gute, danke, ciao. Ja, und Backstage mit Fehlern haben wir nicht, dafür einfach noch ein paar Videoaufnahmen und einiges Schöne. Und jetzt geht's ins Restaurant, das letzte Mal. Morgen bin ich ja wieder in Berlin. Alles Gute, danke, ciao. Ich möchte Sie jetzt mitnehmen auf einen Spaziergang durch Moskau, der Zentralny Telegraf, das zentrale Telegrafenamt hier. Und als die Sowjetunion noch bestand und ich als junger Student in Moskau war, war das die einzige Möglichkeit, um mit Deutschland Kontakt zu halten. Man musste Ferngespräche nach Deutschland lange vorher anmelden. Oft schickte man Telegramme. Es ist heute, als wäre es aus einer anderen Welt. Das Gebäude hinter dem Baum jetzt, das etwas höhere, ist das frühere Intouristhotel. Das wurde abgerissen. Es war ein schrecklicher, riesiger Klotz. Da steht heute das Ritz-Carlton. Diesen schrecklichen Klotz hat der gleiche Architekt gebaut, der auch das Lenin-Mausoleum gebaut hat. Etwas weiter hinten sehen Sie jetzt langsam die ersten Kremltürme hinter den Bäumen auftauchen. Und dahinter ist dann auch schon der Rote Platz, der jetzt aber noch verdeckt wird durch das historische Museum, das langsam jetzt hier zwischen der Häuserfassade und den Bäumen auftaucht, das rote Gebäude. Und Sie sehen, die Fahrradfahrer fahren genauso leichtsinnig wie die Autofahrer. Und jetzt werden wir einmal etwas beschleunigen, diesen Spaziergang durch das amtliche Moskau. Dem Manege Platz, hier das historische Museum, links das Hotel Moskwa, Moskau, das Stalin noch bauen ließ. Gleich wird es einen Rechtsschwenk geben, dann kann man in der Ferne das ewige Feuer und das Grabmal des unbekannten Soldaten erahnen. Jetzt hier vor der Kremlmauer rechts noch der Manege Platz. Und wir drehen wieder zurück, gehen Richtung Roter Platz, Vasiliuskathedrale, Basiliuskathedrale auf Deutsch.
Den Erbauer soll Ivan der Schreckliche geblendet haben, damit er nie mehr so etwas Schönes bauen kann. So, und da laufen wir zu auf die Basiliuskathedrale und links sehen wir das Kaufhaus Gumm, das Zentralkaufhaus, noch aus der Zarenzeit. Zu Sowjetzeiten war es dann heruntergekommen und die Auslage war leer. Man sagte damals über die sowjetischen Geschäfte, sie sind die erotischsten Geschäfte der Welt. Warum? Weil alle Regale nackt sind. Rechts der Kreml, das Mausoleum ist jetzt hier aufgetaucht, verschmilzt mit der roten Kremlmauer, schwer zu erkennen. Dahinter der Mond, ein unglaubliches Bild, das wir hier sehen. Und links vor dem Gumm mit dieser Weihnachtsbeleuchtung ist das Bosko-Café. Dort hat vor einigen Jahren Boris Nemtsov zu Abend gegessen, bevor er sich aufmachte auf den Weg nach Hause an der Basiliuskathedrale hinten vorbei. Und wenige hundert Meter nach der Basiliuskathedrale wurde er ermordet, der Oppositionspolitiker, ein guter Freund von mir, bis heute nicht wirklich aufgeklärt, der Mord damals, so die Klage der russischen Opposition. Er war ein Intimfeind von Putin. Hier im Restaurant kocht auch heute das Leben, sowohl Außengastronomie als auch Innengastronomie. Niemand käme auf die Idee, hier einen Test anzufordern. Die Russen sind sehr fatalistisch, genauer gesagt, im Umgang mit der Krankheit. Sie sagen, dem Schicksal kann man nicht entweichen. Wenn man krank werden soll, dann wird man krank. Wenn man nicht krank werden soll, dann wird man nicht krank. Eine diametral entgegengesetzte Haltung zu der in Deutschland. Hier sehen Sie einen der Kremlpaläste an der Mauer davor. Die Gräber von Stalin und anderen Sowjetgrößen. Hier wird einer Reisegruppe Moskau erklärt. Ein junger Herr wird jetzt hier gleich auf dem Boden seiner Freundin eine imponierende Geste und ein auf dem Boden liegen vorspielen. Hier sehen Sie das gleich wieder und er springt dann auf und wir machen uns jetzt auf den Weg in die Nikolskaja Straße, eine Fußgängerzone, die so hergerichtet wurde für die Fußball-WM 2018. Sie sehen auch hier das Leben prall. Und das an einem ganz gewöhnlichen Dienstagabend, wo hier eigentlich nicht viel los ist. Jetzt zurück in Berlin komme ich mir ein bisschen vor, wie wenn ich in Unfreiheit zurückgekommen wäre. Es ist gespenstisch, dieser Unterschied zu sehen, wie die Russen mit dieser Krankheit umgehen, wie wir damit umgehen. Man kann für alles Plus und Minus finden. Mir persönlich ist die russische Herangehensweise näher, auch wenn ich da ebenfalls sehr viele Minuspunkte sehe. Man muss aber auch Verständnis dafür haben, wenn andere sagen, sie gehen auf Nummer sicher. In meinen Augen gehen wir Deutschen aber auf viel zu viel Nummer sicher. Und wenn jetzt Jens Spahn plötzlich von Inzidenzwerten von 20 spricht, dann komme ich mir als Bürger da schlicht und einfach für dumm verkauft vor. Und ich bin erschrocken, wie die Deutschen ihre Freiheiten zum Nulltarif hergeben. Ich mich selber an die Unfreiheit gewöhnt habe. Ich musste nach Moskau fahren, zu verstehen, wie unfrei ich inzwischen in Deutschland lebe, weil man sich ganz, ganz schnell an die Unfreiheit und an die Fremdbestimmung gewöhnt. Das sollten wir uns vor Augen führen.
Fast hätte ich doch noch was vergessen. Einen kurzen Eindruck von meinem Hotel, dem Leningradskaja, einem von Stalins Prachtgebäuden, die Zucker-, Bäcker-, Hochhäuser. Hier, das Leningradskaja, ist heute ein Hotel. Und, was ich Ihnen auch noch zeigen wollte, das sind Impressionen aus einem Moskauer Einkaufszentrum und aus einem Supermarkt. Einfach, unkommentiert und vor dem Hintergrund, dass man ja in Deutschland sehr schnell angeredet wird, wenn man keine Maske anhat. Die Russen scheinen da ausgesprochen tolerant. So kenne ich sie in dieser Hinsicht auch leben und leben lassen. Und ganz zum Schluss noch etwas Gänsehaut, als mich der Taxifahrer, der mich schon vom Flughafen abgeholt hatte, gegen 3.10 Uhr in der Nacht auf Sonntag von meiner Reportage über das Nachtleben abholte. Da ging die Sonne auf über dem nächtlichen Moskau, wie das im Sommer so ist. Und er spielte extra für mich Rammstein. Lassen Sie sich entführen.